Ja, vielen Dank für die Einladung. Meine Mundart ist Schwäbisch, das kennen Sie schon vom Herrn Knoch, deswegen bleibe ich dabei, nachdem auch meine Frau mich immer liebevoll darauf hinweist, bitte red nicht Berndeutsch oder ein Gemisch. Dieses Thema Palliativcare ist gerade ausgesprochen trendy und Sie haben vielleicht zum Teil auch den Puls heute Abend gehört. Und es ist, man hat schon fast ein schlechtes Gewissen, dass man immer jetzt im November Palliativcare so in die Herbststimmung hineinstreut, aber wahrscheinlich ist es ein Monat, wo Thema Ende, Vergänglichkeit doch einem viel näher ist als im heißen Sommer. Und deswegen ist es oft im November, dass wir uns darüber Gedanken machen und ich möchte Ihnen in drei Teilen etwas berichten. Zum einen so als Einführung, die gar nicht so kurz ist, nur zum Vorwarnen. Was machen wir denn in der Palliativcare und was sind unsere Überlegungen Richtung Lebensende, auch durchaus in der Auseinandersetzung mit der Suizidbeihilfe, wo es viel Diskussionen gibt in diesem Land. Dann aber auch ganz praktisch, wie versuchen wir am Lebensende möglichst vorausschauend zu planen, das möchte ich Ihnen zeigen. Und in einem zweiten Teil dann auch mal die Problematik zu zeigen, wie auch die Medizin limitiert ist. Und was wir für Probleme haben, wenn wir versuchen, das Leiden am Lebensende in medizinische Diagnosen zu verpacken. Und als dritter Punkt dann, eigentlich der Hauptpunkt, nämlich was können wir vielleicht sogar als Wohngemeinde, Kirchengemeinde selber machen, damit das nicht immer alles von irgendjemand anderem bestimmt wird, was am Lebensende stattfindet. Und da möchte ich Ihnen von für mich weiterhin sehr begeisternden Projekten berichten und vielleicht springt ja auch der Funke etwas über. Ich arbeite im Inselspital und wenn Sie über Spitzenmedizin hören, nachdenken, dann steht fast über dem Eingang dieser großen Kliniken steht immer dran, wir heilen Menschen. Und das ist mit sehr viel Hightech, mit neuen Therapien, die dann auch wieder in der Zeitung kommen, weil sie sehr teuer sind, sind das schon die Attribute von einer sehr fortgeschrittenen, technologisierten Medizin, wo wir zum Teil auch sehr froh sind, dass es die gibt. Und wenn wir dann mit Palliativcare am Unispital arbeiten, dann haben wir ein deutlich anderes Image. Das ist so Händchen halten und Kerzen anzünden. Das ist übrigens der Originalton einer Pflegedienstleiterin eines großen Spitals in der Schweiz, was sie unter Palliativcare verstanden hat. Oder von unseren Kollegen hören wir auch sehr oft, es ist noch nicht so weit, wir sind noch lang nicht in dieser Phase. Es gibt noch sehr viele Optionen. Und ich denke, das ist doch ein wesentliches Spannungsfeld, dass wir in der Palliativcare das Image haben, dass es bei uns nur um das Thema Sterben geht und dass wir dann zum Zug kommen dürfen, wenn die andere heilende Medizin am Ende ist. Und ich glaube, auch in den Köpfen von vielen Patientinnen, Patienten und Angehörigen ist es so, dass wir heute sehr viel machen können. Und Odo Marquardt, ein Philosoph aus Deutschland, hat es mal so gegenübergestellt, die Machsal gegenüber dem Schicksal. Und ich denke, wir sind ja heute auch immer wieder sehr gern auf der linken Seite bei Machsal, weil das halt viel hoffnungsvoller ist, als nur sich dem Schicksal hinzugeben. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Wenn wir Menschen treffen, vor allem auch im Universitätsspital, die in einer sehr schwierigen Situation sind, dann debattieren wir immer wieder, was ist jetzt noch sinnvoll. Und wir begegnen zum Teil, und das ist vielleicht etwas hart formuliert, einer teilweise selbst verschuldeten Hilflosigkeit. Ich möchte das so begründen, dass wir ja miteinander auch sehr fasziniert sind von dem, was es an Mächtigkeit in der Medizin gibt und auch die Faszination an der Technik. Zum Glück gibt es diese Fortschritte. Es gibt auch in sehr schwieriger Lebenslage heute erstaunliche Möglichkeiten, wie man Leben retten und sogar gut verlängern kann. Und darauf hoffen wir immer und je jünger wir sind, und ich kann Ihnen das sehr authentisch berichten von einer 30-jährigen Patientin, die gerade bei uns auf der Palliativstation ist, die um jede Minute mit ihrer Familie kämpft, ob es nicht doch noch irgendeine Möglichkeit gibt. Und wir schicken Mails in die Welt hinaus, um zu hören, haben Sie noch eine Idee, eine Meinung? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch ernst nehmen und nicht einfach sagen, das braucht es alles nicht. Was ein bisschen dann schwieriger wird, ist, dass wir eigentlich auch ein gewisses Recht ableiten auf diese Hightech-medizinischen Maßnahmen, dass man zu
auch sehr fortgeschrittenen Leidenszeiten noch das Recht hat, auch sehr teure, sehr kostbare Therapien sich zuführen zu können. Und dass das nicht nur teuer ist, sondern dass man auch die Frage der Verteilungsgerechtigkeit immer wieder hat. Für wen setzen wir welche Mittel als Gesellschaft, als Medizinergesellschaft ein? Und was oft resultiert ist, dass man über das Thema, es könnte auch schlecht ausgehen, wie einen Tanz um den Abgrund herum macht, miteinander, in dieser hoffnungsvollen Idee, es wird vielleicht doch anders kommen. Und das hat dann schon Folgen, wie wir nachher gleich noch sehen werden und wie Sie vielleicht auch schon selber erlebt haben. Eine häufige Folge von diesem gemeinsamen Herumtanzen ist, dass man doch immer ein bisschen unzufriedener wird mit seiner eigenen Patientenrolle, weil man doch irgendwo spürt, jetzt ist es nicht mehr ganz wahrhaftig, über was wir hier reden. Und es gibt dann wie eine Gegenbewegung, nicht nur in der Komplementärmedizin, sondern dass man mit dieser Patientenrolle und dieser schrägen Kommunikation, es wird schon werden, jetzt probieren wir noch das und dann schauen wir, vielleicht kommt es ja gut. In dem möchte man nicht mehr weitermachen und man fängt an, sich eigentlich davor zu schützen und fängt an, über eine Patientenverfügung nachzudenken. Und das ist heute legalisiert, ist wichtig und wurde formuliert in einem Erwachsenenschutzrecht. Das heißt, letztendlich vertrauen wir dann doch dieser ganzen Allmacht der Medizin offenbar nicht so gut, denn wir beginnen ab einem gewissen Punkt uns vor zu viel Medizin, zu viel Schläuchen und so weiter zu schützen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir feststellen, dass es da diesen Kipppunkt gibt und dass wir uns Gedanken machen, können wir den vielleicht auch noch anders ausstaffieren als nur mit einer Patientenverfügung, die man irgendwo hat, meistens nicht findet und die meistens auch vielleicht gar nicht das so wiedergibt, was man sich selber wünscht. Beziehungsweise sie ist gar nicht mehr gültig, weil man das zu einer ganz anderen Zeit gemacht hat. Da könnten wir einen eigenen Abend dazu verbringen. Also irgendwo diese Problematik, auf der einen Seite erhoffen wir uns alles von der Medizin und ab einem gewissen Punkt fangen wir uns aber auch an, vor ihr zu schützen. Und was da dazu auch noch kommt, ist, dass eigentlich damit das Image vom Lebensende wird irgendwie schlecht. Es hat was von Niederlage, es hat was von nicht mehr interessant, es hat was von jetzt muss ich irgendwie selber Schlag kommen und einen Weg finden und man ist nicht mehr ein interessanter Partner in dem Medizinsystem. Wenn wir jetzt zur Schweiz schauen, wo wir seit 5 Jahren eine nationale Strategie haben für Palliativcare unter der Leitung vom BAG, dann kommt eine andere Frage, was sind denn unsere Ziele am Lebensende? Und da gibt es zum Beispiel das Thema Lebens- oder Sterbensort. Und Sie kennen das vielleicht, diese Diagramme, dass der Großteil der schweizerischen Bevölkerung zu Hause sterben möchte. Notabene werden sehr viele sehr gesunde Menschen befragt, was sie sich vorstellen. Und wir sind auch überzeugt, dass sich das im Laufe einer schweren Erkrankung massiv ändern kann, dass das mit zu Hause nicht mehr der ideale Ort ist, wo man sich sicher fühlt. Und wenn man dann noch weiterliest, was so die Wunschliste ist für diese letzte Lebensphase, dann ist neben dem Zuhause auch gut versorgt, keine Belastung für die Umwelt und die anderen, dann sehr viel Selbstbestimmung und auch die Würde als großes Wort wahrscheinlich. Also das sind so die Attribute von einem, wenn schon, dann guten Lebensende. Ich möchte Sie ein bisschen strapazieren mit konzeptionellen Fragen. In welchem Rahmen finden denn diese Wünsche statt? Und ich denke, wir müssen uns bewusst sein, dass wir so 2 Hauptthemen eigentlich aus meiner Warte haben. Das eine ist Konsum. Wir haben Anrecht, wir können uns Unterstützung kaufen, wir können uns auch Medizin leisten. Und auf der anderen Seite das große Wort der Autonomie. Das ist in jedem Zeitungsartikel und fast in jedem Film auch drin. Und wahrscheinlich auch beim Herrn Rüger kam das sicher auch vor. Und das ist auch gut so, weil es hat einen sehr wichtigen Stellenwert, das möchte ich gleich noch ausführen. Was es aber auch gibt als Realität, ist, dass wir ganz klar wissen, dass wir sehr beziehungsabhängig sind, je schwächer wir werden. Dass es die Vulnerabilität, die Verletzlichkeit gibt und dass es auch die Gebrechlichkeit gibt. Und das ist unter Umständen
ein ziemliches Spannungsfeld, was daraus entsteht. Ich möchte das etwas auf die Spitze treiben und denke, wir haben einen sehr heiligen Gral um diese Autonomie gebaut. Und es geht sehr stark in die Richtung, dass wir von einer Solidargemeinschaft uns doch mehr Richtung Ich-AG bewegen, auch wenn ich weiß, dass Ich-AG mal zum Unwort des Jahres erklärt wurde in Deutschland. Übrigens wahrscheinlich nicht unter Kenntnis der Quelle, wo es herkommt, von Ulrich Bröckling, sondern weil es mit Hartz IV, dieser Sozialgesetzgebung in Deutschland, verknüpft wurde. Und da war es vielleicht doch ein bisschen gemein, zum Teil von der Ich-AG zu reden. Ich-AG im Sinne, dass jeder von uns eine selbsttragende, autonome Person ist, mit einer Art Marketingabteilung, einer Versicherungsabteilung, einer Ernährungsabteilung, einer Einkaufs-, Verkaufsabteilung. Und ich glaube, das hat schon ein bisschen was Wahres, dass sich da einiges verändert hat in den letzten Jahren. Und so ist dann auch entstanden, dass das Ich und die Autonomie das einzige Ideal oft noch geblieben ist. Und Sie haben vielleicht am Montag in der Sendung, Fernsehsendung Impuls von Herrn Borasio, dem Palliativmediziner aus Lausanne, auch gehört, dass es offensichtlich wie einen Shift gibt Richtung Lebensende vom Egoismus zum Altruismus oder geben sollte. Da kommen wir nachher auch noch gleich drauf zurück. Aber das mit dem Ich ist doch ein sehr wichtiger Punkt in unserer Gesellschaft. Und nicht nur das, sondern am Schluss ist es auch massiv ökonomisiert. Wir reden heute sehr viel über Kosten. Und Ulrich Bröckling hat damals auch geschrieben, wenn Leben zur ökonomischen Funktion alleine wird, dann bedeutet Desinvestment Tod. Das heißt, wenn wir als ökonomisches Produkt und Ich-AG nicht mehr interessant sind, dann ist eigentlich die folgerichtige Idee, dass es uns jetzt nicht mehr braucht und dass wir uns eigentlich entsorgen sollten. Mit zum Beispiel Exit. Und das möchte ich gerne als bisschen ein Leitthema von diesem ersten Teil damit abschließen auch. Ich glaube, es gibt schon einen ziemlichen Widerspruch zwischen dem Ideal, dass wir sehr selbstbestimmt autonom durch unser Leben steuern, sehr selbstständig, und wenn wir nicht mehr ganz selbstständig sind, dann kaufen wir uns Profis oder Leistungen dazu. Wir bedienen uns dieser einen Idee der Prinzipienethik, die Autonomie, und wenn wir das durchdenken bis zum Lebensende und wir ein selbstdefiniertes Lebensende haben wollen, dann ist unter Umständen tatsächlich nur die Suizidbeihilfe der folgerichtige letzte Schritt, weil nur der ist de facto wirklich selbstbestimmt. Und auf der anderen Seite die Realität, die wir bei 65.000 Todesfällen in der Schweiz erleben, oder bei den meisten davon, wir sind enorm beziehungsabhängig, wenn unsere Kräfte nachlassen, so wie am Lebensanfang, auch am Lebensende. Wir sind sehr vulnerabel, wir brauchen unbedingt Menschen in dieser Zeit. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, es gibt auch noch andere Ethikmodelle, Konzepte, die das wunderbar eigentlich anbieten, dass das auch so sein darf. Das ist die sogenannte Care-Ethik, also die Betreuungsethik oder die, man kann auch sagen, die realistische Ethik, wo wir halt anerkennen, dass wir beziehungsabhängig sind und dass wir sehr verletzlich sind. Interessanterweise hat die Care-Ethik auch den Beinamen die feministische Ethik. Und vielleicht ist es ja so, dass die Frauen immer ein bisschen besser wissen, was halt Realität ist. Und dass das vielleicht eher die Männer-Realität ist. Aber da dazu gehört dann auch, und glaube ohne großes Problem, dass wir das Lebensende akzeptieren können und müssen, auch in unserer Fragilität. Und dass es halt zum Teil doch deutlich mehr Schicksal ist als nur Machsal. Und das möchte ich Ihnen mal konzeptionell einfach noch so um die Ohren hauen, weil ich glaube, es ist noch wichtig, dass wir uns bewusst sind, wir reden alle immer Autonomie, ist denn das das Einzige, was uns am Lebensende dann noch steuert und leitet? Zur Palliative Care. Wenn wir Palliative Care machen, haben wir als großes Ziel, dass wir möglichst wenig Angst und Stress bei Patienten und Angehörigen in dieser sehr schwierigen, zum Teil auch sehr schwierigen Lebenslage haben. Und wir wollen gleichzeitig aber auch ein bisschen Autonomie schon, nämlich möglichst viel Steuerungsmöglichkeit und Individualität
und den sogenannten Sense of Coherence, das heißt, dass es Sinn für einen macht, dass es einen passt zum eigenen Leben, so wie das Herr Antonowski in seinem Modell der Salutogenese, wie man mehr oder weniger gesund bleiben kann, wie man sich heil fühlen kann, formuliert hat. Und wir wollen auch nicht alle Kompetenzen abgeben, obwohl die Lebenslage zum Teil widrig ist und wir schwach sind und auch vielleicht selber nicht mehr viel regeln können. Und das große Thema, was da hineinkommt, und das ist auch das Leitziel der Palliative Care, ist die Lebensqualität, und das ist auch wieder ein Riesenthema. Was ist Lebensqualität für wen und wie ändert die sich vielleicht auch über die Zeit? Auch das wäre einen ganzen Abend wert. Sie kennen vielleicht noch den schönen Filmtitel von Herrn Fassbender in den 70er Jahren, der hieß Angst, Essen, Seele auf. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Titel und auch ein guter, denn das ist tatsächlich so. Ich glaube, die Angst ist etwas, was uns sehr manövrierunfähig macht und wir haben zum Teil gar keinen Zugriff auf unsere tollen Seiten und auf unsere Möglichkeiten, wie wir sonst das Leben meistern. Und jetzt überlegen Sie sich, Sie kommen in dieser schwierigen Situation in einen medizinischen Kontext, wo Sie zum Teil nur Bahnhof verstehen und Sie fühlen sich überhaupt nicht kompetent, irgendwelche Entscheide zu fällen. Es ist extrem schwierig, plötzlich zum Mini-Mediziner zu werden und das alles zu verstehen. Sie fühlen sich aber wahrscheinlich ziemlich kompetent in der Bewältigung vom Alltag und von diesen Themen, die da drin sind. Und wir müssen versuchen, dass Sie sich nicht so sehr ausgeliefert fühlen, allein über die Konfrontation mit all diesen, schon in der Sprache der Medizin, die man nicht versteht, mit den ganzen Ideen der Medizin, Abkürzungen und weiß Gott was. Und dass wir möglichst viel von Ihren Kompetenzen nutzen können, damit die Angst auch über das Ausgeliefertsein nicht noch weiter ins Unermessliche steigt. Also wir sind gefordert, als Mediziner die Sprache von Ihnen zu sprechen und das Hauptwort ist wahrscheinlich, dass wir zuerst mal zuhören und hören, was sind denn Ihre Ängste, Ihre Befürchtungen. Ich möchte Ihnen das mal zeigen, ein Beispiel von Schmerz. Schmerz ist einer der Horrorzustände am Lebensende, wo die meisten Leute Angst davor haben. Wir können wissen aus der Entwicklung unseres Gehirns, dass wir leider eine Art Bermuda-Dreieck im Gehirn haben. Nämlich Schmerz ist immer zusammengekoppelt über unsere Nervenbahnen mit Angst. Das hat auch einen wichtigen biologischen Sinn. Wenn ich Angst habe, wenn ich einen Schmerz habe, dann schaue ich, dass ich den davonlaufe und diese Angst dadurch bewältige, zum Beispiel. Aber wenn der Schmerz nicht aufhört und ich finde keinen Weg aus dem Schmerz raus, dann kommt zu der Angst noch die Depression dazu. Das heißt, ich werde, wenn das über Wochen oder Monate anhält, ändert sich automatisch meine Stimmungslage massiv. Ich fühle mich wertlos, ich ziehe mich zurück, ich mag nichts mehr machen, was ich früher gerne gemacht habe. Und das ist nicht irgendwie psycho, dass das so ist, sondern das sind die ganz automatischen und selbstverständlichen Verbindungen in unserem Gehirn, die über Millionen von Jahren oder zumindest von Jahren entstanden sind. Ein Phänomen, was da auch gut dabei ist, ist zum Beispiel die Schlafstörung. Warum sage ich das? Wir können heute mit der Spitzenmedizin enorm gut versuchen, die Fasern, die für den Schmerz, für die Schmerzleitung zuständig sind, zu beeinflussen mit Schmerzmitteln, aber auch mit Kathetern und so weiter. Aber wir werden einen Schmerz, der schon länger dauert, nie gut behandeln können, wenn wir nicht zuhören, welche Ängste das denn alles auslöst. Bis zu dem, was passiert jetzt mit mir und meiner sozialen Rolle und meinen Aktivitäten und meiner Verantwortlichkeit für die Familie und, und. Und das ist das, was wir versuchen, ganz intensiv in den Fokus zu rücken. Und da hilft uns auch Hightech-Forschung, dass wir zum Beispiel wissen, dass wir heute ganz klare Zusammenhänge im Gehirn sehen, das kann man in funktionellen Kernspinaufnahmen zeigen, dass Angst und Unsicherheit wie ein Riesenmotor den ganzen Schmerz noch viel schlimmer macht. Und wenn wir das nicht ansprechen und wenn wir da keine Wege finden oder suchen, wie wir das herunterbekommen, das Gefühl von Angst und Unsicherheit, dann können wir einen Schmerz nicht gut behandeln. So sagt ein sehr bekannter Schmerzforscher, der Francis Keefe aus USA, die Angst invalidisiert am Schluss deutlich mehr als der Schmerz allein. Wir ziehen uns immer mehr zurück,
Wir trauen uns nichts mehr zu. Und ich glaube, das ist sehr wesentlich und sehr gut beschrieben. Und wir müssen es dann auch in unserem Vorgehen, müssen wir das beachten und intensiv zuhören und bearbeiten. Ich hatte Ihnen gesagt, ich denke, Palliative Care versucht ganz besonders diese Angst zu bekämpfen. Und wir haben so ein paar Grundideen. Wir sollten den Menschen, die betroffen sind, die Mittel geben, sich nicht hilflos zu fühlen. Das ist das allerbeste Schmerzmedikament, wenn man sich nicht hilflos fühlt. Man sollte auch trotz vielleicht kurzer Zukunftsplanung in kleineren Schritten, sollte man irgendwie die Zukunft wieder in die eigene Hand nehmen können. Zumindest ein bisschen. Wir sollten die komplexe und zum Teil sehr große, angstmachende Situation in sogenannte machbare Teile zu zerlegen. Dass wir zum Beispiel kleine Ziele formulieren und nicht irgendwie, das muss jetzt für alles helfen. Und wenn das nicht hilft, dann ist es furchtbar, sondern dass wir sagen, jetzt schauen wir mal, ob es bis morgen vielleicht 3 Minuten länger gegangen ist mit dem Aufstehen oder mit dem Aufsitzen, aber nicht gleich, es muss wieder gehen mit Laufen. Und wir müssen auch die eigenen Kräfte der Betroffenen stärken, obwohl sie vielleicht wenig haben, und gezielt Heilsames finden, was richtig wenig Stress macht. Ich möchte Ihnen das mal ganz konkret zeigen, dieses furchtbar viel theoretische Zeug, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, an einer Geschichte von einer Frau, die wir bei uns begleitet haben, die wir gut kennen. Sie hatte leider einen sehr gemeinen Tumor, einen Krebs der Gallenblase. Und hier sehen Sie, zumindest im oberen Teil, die medizinische Fachsprache. Und diejenigen, die nicht vom Fach sind, haben wahrscheinlich wirklich Mühe, sich vorzustellen, was ist das? Sie hatte diesen Krebs der Gallenblase, den hat man operiert. Man hat versucht, auch die Lymphknoten in der Region herauszunehmen. Dann hat man eine Tumorbehandlung gemacht mit Chemotherapie. Dann hat es immer wieder Probleme gegeben mit dem Galleabfluss. Dann hat man wieder Magenspiegelungen gemacht und, und. Ich möchte Ihnen nur sagen, Sie fühlen sich wahrscheinlich auch nicht sehr kompetent, wenn Sie das als Ihr Aufgabenbereich oder Ihr Aufgabenheft sehen. Was kann ich jetzt machen? Und für uns ist dann auf der anderen Seite in der Medizin wieder die große Frage, können wir über die medizinischen Diagnosen ablesen, woran sie leidet? Und ich stelle die Hypothese auf, wir können das nicht. Wir wissen zwar, dass sie einen Gallenblasenkrebs hat, aber wir wissen de facto nicht, an was sie leidet. Die medizinische Richtung geht jetzt so weiter, wir machen eine weitere Diagnostik. Da haben wir zum Beispiel gesehen, das ist ein Schnitt hier durch das sogenannte kleine Becken. Da war einige Monate vor dem jetzigen Zeitpunkt, war da noch normale Verhältnisse mit Darm, mit vor allem Darmgas und den Beckenknochen. Und dann, schon ein paar wenige Monate später, sieht es ganz anders aus. Da hat man plötzlich eine große Masse, die dieses kleine Becken ausfüllt. Und das ist eine große Metastase von diesem Tumor, also eine Absiedlung im kleinen Becken. Und die lässt dem Darm fast keinen Platz mehr. Der ist abgequetscht. Und das hat bei ihr massiv Probleme gemacht, dass sie erbrochen hat, dass sie nichts mehr essen konnte, dass sie sehr Gewicht abgenommen hat und, und. Wenn man dann medizinisch weiter überlegt, dann kommt im Kollegenkreis die Meinung, ja, das ist jetzt nicht mehr kurativ. Und da weiß ich auch nicht, ob sich jeder darunter was vorstellen kann, aber das klingt zumindest nicht gut. Dann wird vielleicht eine Zweitlinien-Chemotherapie vorgeschlagen. Das klingt zumindest auch schlechter als Erstlinien-Chemotherapie. Dann präventives Ileo- oder Kolostoma, das heißt, dass man prophylaktisch versucht, einen künstlichen Darmausgang zu machen, damit vielleicht dieses Abflussbehindernis weiter unten umgangen werden kann. Oder dann eventuell einen Stent in das Rektosigmoid, das heißt in den Enddarm, einen Tunnel hineinlegen, um vielleicht diese Engstelle, die da vorherrscht, zu überbrücken für ein paar Zentimeter. Wenn man jetzt Frau G. mit diesen Ideen konfrontiert und sagt, was wäre denn ihre Wahl, dann bin ich nicht sicher, ob Frau G. das beantworten kann. Sie weiß auch wahrscheinlich gar nicht, welches Ziel kann sie denn damit erreichen und wann erreicht sie denn mit welcher Maßnahme vielleicht welchen Benefit. Und sie weiß auch wahrscheinlich gar nicht sehr gut,
Die Nebenwirkungen, die da alle beschrieben sind, kommen die oder kommen die nicht? Und wie schlimm sind die? Was ist eigentlich der Aufwand und was ist der Ertrag? Und ich glaube, wenn wir das so weitertreiben, dann entsteht vor allem Angst und Unsicherheit und Ausgeliefertsein. Und deswegen möchte ich mit Ihnen zeigen, was wir in der Palliative Care versuchen. Wir versuchen, auf diese andere Seite zu wechseln, die Vorausplanung mit Alltagsfähigkeiten, wo sehr viel Kompetenz da ist, wo die Gemeinschaft sehr hilft, der Familie, wo eine Partnerschaft hilft und wo wir auch miteinander partnerschaftlich planen. Wir haben da über die letzten Jahre, auch als ich noch in St. Gallen war, hatten wir ein Überschriftenthema entwickelt. Das ist das sogenannte SENS-Modell und SENS heißt Sinn auf Lateinisch. Und das sind vier Überschriften, wo Patienten uns diktiert haben, das sind so die Hauptbereiche, wo wir uns Sorgen machen oder wo wir drüber reden sollten. Das eine ist, was machen wir, wenn bestimmte Symptome auftreten, die mir Angst machen? Von Atemnot bis Schmerz, Übelkeit und so weiter. Was kann ich auch selber machen? Was muss ich da lernen, damit es geht? Dann Entscheidungsfindung, nicht medizinische Entscheidungsfindung, sondern welche Ziele habe ich? Was ist für mich wichtig in der Zeit, die vielleicht kürzer ist als früher gedacht? Was sind meine individuellen Präferenzen und meine Wünsche? Und an dem müssen wir dann auch alle Maßnahmen, die wir auch medizinisch einleiten, messen. Aber auch ganz praktische Dinge. Was habe ich denn für ein Netzwerk? Privat? Wo wohne ich? Wie viel Kraft brauche ich, um in meine Wohnung zu kommen? Was brauche ich da vielleicht für Hilfsmittel? Was brauche ich aber vielleicht auch für Profis? Und was machen wir miteinander in einem Notfall? Und dann zum Schluss Support der Angehörigen. Das Schlimmste ist ja, dass man zur Belastung des Umfelds wird und das möchte man nicht. Und deswegen, was können wir machen, dass das vielleicht besser kommt? Bei Frau G. haben wir das auch so durchgemacht. Das ist ein Arbeitsblatt, das zeige ich Ihnen gleich noch, was wir so ein bisschen als Checkliste nebendran haben. Und dann gehen wir diese Themen mal durch. Die individuelle Bedeutung, was macht mir Sorgen, aber auch, was habe ich vielleicht schon selber festgestellt, was ganz gut hilft. Wo habe ich schon gute Erfahrungen, zum Beispiel, weiß nicht, Ingwer gegen Übelkeit oder irgend sowas. Und was bringt mir auch Energie? Wo kann ich die Angst ein bisschen herunterbekommen, zum Beispiel durch einen Besuch der Enkel oder durch eine gute Kommunikation mit meiner Nachbarin oder was auch immer. Dann das zweite Thema, Entscheidungsfindung, auch hier Beispiele. Was ist Ihnen denn besonders wichtig und womit möchten Sie, und das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber die verbleibende Lebenszeit füllen, damit es nicht nur diktiert wird vom medizinischen Plan, sondern dass das was mit Ihrem Plan zu tun hat. Und welche Ziele möchten Sie dann erreichen und was müssten wir von der Medizin dann als Ziel mitdefinieren und dann auch abbrechen, wenn wir das Ziel nicht erreichen. Da kann man dann auch eine Patientenverfügung in diesem Rahmen mitmachen. Oder im Netzwerk ganz konkret, wo möchte ich am liebsten bleiben? Und wenn das nicht mehr geht, wenn ich das nicht mehr kann, weil vielleicht der Zugang zum Bad sehr schwierig ist, wenn ich ganz wenig Kraft habe, was kann ich vielleicht bei mir ändern, aber was brauche ich vielleicht auch für einen Plan B, dass ich vielleicht doch in eine andere Institution wechsle, auch wenn es sehr weh tut, oft diese Diskussion über Pflegeheim oder eine andere Umgebung. Aber auch ganz praktisch, wie sieht bei mir eine Notfallkette in der Nacht aus, wenn etwas passiert, wo ich nicht mehr selber meistern kann? Wer kommt? Was mache ich, wenn ich selber versucht habe, zum Beispiel die Atemnot zu lindern und es wird nicht besser? Wen rufe ich an? Sind die dann auch am Telefon? Oder muss ich einfach von vornherein 144 anrufen? Und ich glaube, das kann man zum Teil sehr gut vordefinieren und besprechen. Und last but not least, die große Sorge, dass man die Familie überlastet, die Liebsten außenrum. Da ist ein großes Thema, wo bekommen denn die außenrum Energie her? Und da kommt wieder oft das Thema Freundeskreis, andere Menschen, die viel Energie jetzt hineinbringen können, aber die müssen dann auch informiert werden, dass es jetzt um diese Zeit geht, wo man mehr Unterstützung braucht von außenrum und wo man sich nicht vornehm zurückhält und sagt, ich erzähle lieber niemand was, wie man es vielleicht bisher gemacht hat. So sieht dann so ein Arbeitspapier aus, was wir miteinander bearbeiten und was dann auch den Behandlungsplan definiert. Und zum Beispiel bei Frau G. war das ganz konkret, sie hat sehr darunter gelitten, dass sie keinen Appetit mehr hatte, was nicht verwundert bei dieser schlechten Darmsituation.
Sie wurde immer schwächer und sie hatte ganz konkret Angst vor dem Sterben, weil sie das bei ihrer Mutter so schlimm erlebt hatte. Ganz klare Angst. Sie war sehr eindeutig, was sie als Ziel möchte, nämlich so lange wie möglich zu Hause bleiben. Sie möchte auch keine Chemotherapie oder weitere Maßnahmen, vielleicht mal noch so einen Platzhalter in den Enddarm, wenn das was hilft. Und ihre große Ressource war die Tochter mit ihrer Familie in der Nähe und das eigene Haus mit Garten, was sehr viel Energie ihr gebracht hat. Und gleichzeitig war die Tochter aber auch der große Sorgenmoment, weil sie gedacht hat, die hat kleine Kinder und wenn es mir jetzt schlechter geht, dann ist sie vielleicht auch massiv überfordert. Das ist die Diagnose-Leidensliste von Frau G., die wahrscheinlich anders aussieht als die medizinische Diagnosenliste. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Bei Frau G. war das ganz besonders wichtig, dass sie noch selber mitsteuern kann. Und dieses Miteinanderarbeiten an einem Plan hat schon an sich etwas Angstminderndes und auch etwas sehr Heilsames. Natürlich erzählt man hier immer die guten Geschichten, aber wir versuchen es häufiger, dass wir auf diese gemeinsame Ebene kommen. Zusammenfassung von diesem ersten Teil. Die Fragen, die sich uns stellen, wenn ich Ihnen das erzähle, ist, wollen und können wir denn das Lebensende vorausplanen? Was brauchen wir dazu? Welche Fertigkeiten brauchen wir? Welches Wissen? Und welche Menschen brauchen wir auch dazu, damit wir das gut machen können und dann vielleicht auch immer wieder anpassen oder auch mal sagen dürfen, heute mag ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Und dann die große Frage, will ich denn dem Lebensende überhaupt ins Auge sehen oder nicht? Und was hat es für Wirkungen, aber vielleicht auch für Nebenwirkungen, wenn ich das dann doch mache? Und da kommen wir nachher auch auf der Gemeindeebene noch dazu. Aber ich denke, das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen, damit wir halt vielleicht nicht als hilflose, eher angstausgesetzte Menschen in diese letzte Lebensphase rutschen. Diesen Teil möchte ich anfangen, eigentlich auch noch abschließen vom letzten Mal, wie gerne fällen wir denn Entscheide? Und Sie sehen hier so eine sehr subjektive Auflistung. Wenn man sich für die Geburt entscheidet, das ist manchmal gar nicht so irrsinnig geplant, aber das ist zumindest relativ begeisternd. Bei der Hochzeit bleibe ich auch dabei, das ist sehr begeisternd. Ferien eigentlich auch immer gut, aber je nach Familiengröße und Interessenslage wird es da schon schwieriger. Wochenendsgestaltung auch nicht sehr einfach zum Teil, weil wiederum sehr unterschiedliche Interessenslagen. Und dann kommt so der schwierigere Teil. Einkaufen, Markt der Möglichkeiten, habe ich jetzt das Günstigste, das Beste rausgesucht? Oder muss ich noch weiter schauen? Oder jetzt gibt es schon wieder nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Steuererklärung machen, da nimmt dann die Entscheidungsfreudigkeit, dass man das macht, auch deutlich ab. Ein Arztbesuch wird zum Teil sehr schwierig, den Entscheid zu fällen, ja, ich gehe jetzt zum Arzt, ich kann dem einfach nicht mehr zuschauen, was gerade bei mir passiert. Dann wird es, glaube ich, noch schwieriger, Testament machen. Wann ist eine gute Stimmung, wann ist eine Zeit, wen brauche ich dazu, wie mache ich das? Ich glaube, man schiebt es auch gerne vor sich her. Und dann noch das Thema Lebensende, vorausplanen, kann man das, will man das? Das ist halt, glaube ich, wirklich sehr schwierig und sehr herausforderungsvoll. Und ich denke, bei allen den Punkten ist eines gleich, wenn man das nicht alles ganz alleine machen muss, sondern ein bisschen miteinander diskutieren, gestalten kann und so ein bisschen weiß, ich bin auch nicht der Einzige, der das macht, dann hilft es oft sehr. Und das ist die Gemeinschaftlichkeit, die wahrscheinlich bei vielen Vorausplanungen auch hilft. Und ich möchte Sie nochmal erinnern, wir müssen nicht nur vorausplanen, damit wir autonom alles durchziehen, was wir uns gemacht haben, sondern wir haben eigentlich die entlastende Seite, dass wir sagen können, wir können auch Beziehungen in Anspruch nehmen, wir können auch schwach sein, wir können auch brüchig sein. Und das ist trotzdem sehr genehm und das ist auch sehr akzeptiert. Dieses Thema Lebensende in der Gemeinde braucht aus meiner Warte drei verschiedene Großkapitel. Das eine, die Bereitschaft überhaupt der Bevölkerung, sich mit diesem Thema Lebensende auseinanderzusetzen. Da braucht man auch Wissen. Da kann man aber auch das Image vom Lebensende verändern und
Wir brauchen ein Miteinander von Profis und da brauchen wir um Gottes Willen nicht nur Fachprofis, sondern wir brauchen auch Lebensprofis. Dazu gleich noch mehr. Und wir brauchen am Schluss auch noch Anreize und eine Organisation, damit es dann auch nicht nur eine Eintagsfliege bleibt, sondern dass das weiterläuft. Die Inspiration, dass man sowas machen kann, die kam aus Indien. Und wir hatten zu meiner Zeit in St. Gallen die Möglichkeit, einen indischen Kollegen für 3 Monate bei uns zu haben. Und der kam zu uns, weil wir sehr interessiert waren an diesem sogenannten Neighborhood Network in Palliative Care in Kerala. Das ist einer der südlichen Bundesstaaten von Indien, hat ungefähr 10 Millionen Einwohner. Also, die Leute dort, die können alle lesen und das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist eine Voraussetzung, wenn wir Wissen transportieren wollen. Das Ziel von diesem Netzwerk war, dass man festgestellt hat, dass das Überlassen der Betreuung von Schwerkranken allein dem Medizinsystem und dem Gesundheitswesen, dass sehr viele Qualitätsfragen offen bleiben. Und dass es auch in keiner Weise kosteneffizient ist, wenn man das alles nur über das Gesundheitssystem macht, weil das Lebensende nicht nur eine medizinische Frage ist, sondern es ist eine sehr umfassende Frage. Und Sie haben deswegen in der Konsequenz gesagt, wir überlassen solch ein Netzwerk nicht den Fachpersonen, sondern das machen die Freiwilligen, das macht die Gemeinde selber. Und sie haben flächendeckend in dem Bundesstaat Netzwerke gebildet von Freiwilligen in jeder Gemeinde und haben Anlaufzentren gemacht, sogenannte Nodal Centers, wo so das Wichtigste, was man braucht, an Information, aber auch an ganz pragmatischen Dingen wie eine Spritze oder Medikamente vorhanden waren, damit man so eine Grundversorgung von diesen zum Teil gar nicht so komplizierten Situationen, dass man das selber machen kann als Gemeinde. Man hat dann ein Supportsystem durch mobile Palliativ-Care-Fachpersonen eingerichtet, sodass wenn die Freiwilligen mit den Familien und Angehörigen, wenn man an das Limit kam, konnte man jederzeit die Unterstützung auch von diesen Fachpersonen holen. Und das Gesamtziel war auch hier, dass man das soziale Stigma bekämpft, das Schwerkranksein, ein Krebsleiden, zu nichts mehr gut zu sein, dass es immer mehr in die Institutionen ausgelagert wurde und überhaupt nicht mehr Platz hatte in der Gemeinde. Und man hatte einfach Sorge, dass dann jeder, der allmählich schwach ist und brüchig, dass der aus der Gemeinde Stück für Stück hinausgetrieben wird. Und die haben das unglaublich umfassend gemacht mit sogenanntem Capacity Building und zwar mit allen Registern in den Schulen. Grundausbildung, Lebensende, neben der Grundausbildung, Lebensanfang. Dann in der Verwaltung, dass man dafür auch Zeit und Platz einräumt bis zu Räumlichkeiten, wo man diese Trainings mit der Gemeinde macht oder auch mit den Erwachsenen, wenn sie die Schule schon hinter sich hatten. Und die Kirchen haben sich enorm investiert in diesen ganzen Bereich, auch von allen Konfessionen. Und dazu hat man noch ausgebildet eine kleine Anzahl von Fachpersonen, die dann die Brücke auch machen, vielleicht zu Spitälern, wenn es zu Hause gar nicht mehr geht. Ich möchte Ihnen nur sagen, bei diesem Training waren zum Beispiel auch Feuerwehrleute dabei, weil man die gebraucht hat, um zum Beispiel Menschen aus einem Haus herauszuholen, wenn halt die Treppen zu eng waren und er konnte selber nicht mehr laufen. Und das hat man nicht anders gemacht, sondern hat die örtlichen Möglichkeiten genutzt. Oder die Schreiner, die geholfen haben, Schwellen in Häuser zu bauen und so weiter. Das war alles mit Teil des Trainings. Was daraus entstanden ist, dass das eigentlich eine riesige bevölkerungs- und gemeindebasierte Volksbewegung wurde. Und die hatte durchaus Macht. Und die hat den Politikern kräftig eingeheizt und hat gesagt, wir wollen das als Gemeinde machen. Wir wollen nicht nur, dass irgendwelche Fachpersonen das für uns regeln. Und deswegen gebt ihr uns auch ein Mandat und auch gewisse Mittel, dass wir das machen können, also auch finanzielle Mittel. Was können wir lernen? Wir waren sehr fasziniert von dem, dass halt das Filter der Probleme nicht durch die Brille von Doktoren oder von Pflegenden stattfindet, sondern dass der gesunde Menschenverstand eigentlich das Filter ist und sagt, um was geht es jetzt denn? Können wir denn die Angst zum Beispiel anders mildern als nur mit Schlafmitteln?
braucht es nicht einfach eine Person, die in der Nacht zum Beispiel nebendran ist? Dann können wir das organisieren als Gemeinde. Sehr pragmatische Lösungen, sehr viel Schulung auch dahinter. Und das ging dann auch so weit als Volksbewegung, dass in den Buslinien der Dörfer oder Städte am Eingang der Busse so eine kleine Box ist, wo für das Palliative Care Network immer gesammelt wird. Und es wurde zu einer Normalität, dass es da hängt und dass man dafür investiert. Und das Grundthema war am Schluss für uns als Lektion, es gelingt dadurch, dass das Lebensende ein bisschen wieder normal wird und nicht irgendwie ein totaler Ausfall und eine totale Niederlage. Das braucht eine Neudefinition auch von dem Miteinander. Es reden ja immer alle von Team und Netzwerk und das ist zum Teil gar nicht so einfach miteinander, Team sein und Netzwerken. Welche Kenntnisse und Fähigkeiten braucht es am Lebensende? Und sie waren sehr klar, dass es um Gottes Willen nicht nur medizinische oder pflegerische Kenntnisse braucht. Und wer ist Profi wofür? Und das sollten dann nicht die Profis für die anderen festlegen, sondern die Idee war, dass man nicht für die Community, für die Gemeinde ein System, ein Netz macht, sondern mit der Gemeinde. Was ist da? Was braucht ihr? Was sind eure Kompetenzen, die schon vorhanden sind? Also nicht protektiv von oben, das braucht es, sondern miteinander partizipativ. Und das Lebensende wurde dadurch eigentlich als ein Gemeindeprojekt, als Community Experience. Wir haben dann gedacht, wir würden das gerne auch in die Schweiz transferieren und haben daraus ein sehr aufregendes Experiment gemacht und das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Stellen Sie sich vor, wir sind mit diesem indischen Doktor in verschiedene Hinterräume von Restaurants gegangen in verschiedenen Gemeinden und er hat ein Lichtbild oder einen Dia-Vortrag gehalten zu diesem Netzwerk, so ein bisschen wie ich es Ihnen jetzt gerade gezeigt habe. Und da kam wirklich, prallten so die Welten aufeinander. Lässt sich das Übertragen von Kerala in Indien, damals auf die Ostschweiz, und Sie können sagen, die Ostschweizer machen ja alles, das würden wir nie machen, aber das mal ist ein anderes Thema. So ein paar Ausschnitte dieser Diskussion, die das ausgelöst hat, möchte ich Ihnen zeigen. Das eine war zum Beispiel, ja, wir haben so eine hohe Arbeitszeit und Verpflichtung in der Arbeit, wir können das gar nicht machen, so ein Netzwerk. Und dann hatte Samshuddin Moidin, so hieß er, hatte gesagt, aber in Indien ist die 6-Tage-Woche normal, bis Samstag. Dann war die Frage, ja, aber bei euch sind ja wegen der Hitze sowieso alle Türen offen, da kann man ja dann einfach hineinlaufen und helfen. Und auch das war nicht so ganz einfach, weil er gesagt hat, das ist total strikt, auch wenn da nur eine Stoff hängt. Das ist ein No-Go, da einfach hineinzulaufen. Mindestens so strikt wie bei uns. Und dann kam am Schluss noch so die sehr schwierige Argumentation, ja, aber wenn wir nach dem Arbeitstag heimkommen, dann können wir abends nicht auch noch diese freiwilligen Arbeit machen oder uns dafür engagieren in der Gemeinde. Und dann war er so ein bisschen vorbereitet von uns, das gebe ich zu, und hat so gefragt, was machen denn die Schweizer im Durchschnitt am Abend? Und die Antwort kennen Sie wahrscheinlich selber gut. Und das war dann doch, waren wir alle so ein bisschen beklemmt und auch ein bisschen betreten, um zu sagen, ja, also die Argumente, warum das bei uns gar nicht gehen sollte, die sind doch nicht so stark. Es hat wahrscheinlich viel eher damit zu tun, dass wir gar nicht mehr gewohnt sind, miteinander ein gemeinsames Problem zu lösen. Und jeder macht das für sich alleine und hat eher Sorge, dass er es vielleicht nicht gut genug macht, aber man macht das nicht miteinander. Und das ist schon eine Entwicklung, Thema Ich-AG, die vielleicht uns da behindert und wo wir wieder lernen müssen, dass es sogar geht. Also ich bin überzeugt, dass es auch hier denkbar wäre, so etwas, so ein Netzwerk. Und ich zeige Ihnen das noch kurz, wie wir das gemacht haben. Wir haben das auch wissenschaftlich untersucht. Der Slogan war von Indien nach Mostindien. Und wir haben in 3 Gemeinden, das eine war eine ländliche Gemeinde, das zweite war die Stadt St. Gallen und das dritte war das Fürstentum Liechtenstein, als gemischte Community von ungefähr 30.000 Einwohnern, haben wir jeweils 3 Schritte gemacht in diesen Umgebungen. Wir haben gesucht, wer wären denn Leute, Schlüsselpersonen, die sagen, das ist ein wichtiges Thema. Da war von den Kirchen über die Gemeindeverwaltung bis zum Redakteur vom örtlichen Blättle, waren alle
wichtigen mal angesprochen worden. Aber auch Spitex, Hausärzte und Pflegeheime. Dann hatten wir jeweils diese Menschen zusammengerufen und haben solche Roundtables gemacht, nach einer sogenannten Weltcafé-Methode, wo man im Laufe der Zeit ein bisschen zusammenfasst, was wären denn für uns die nächsten ganz konkreten Schritte? Also nicht nur irgendwie, jetzt machen wir mal ein Konzept und da passiert nichts mehr, sondern ganz konkret, damit sowas läuft. Und wir haben dann die Erfahrungen von diesen drei verschiedenen runden Tischen zusammengesammelt, haben sogar ein kleines Buch dazu geschrieben und es war dann wie eine gesammelte Checkliste aus diesen Erfahrungen der verschiedenen Gemeinden. Man braucht wahrscheinlich das und das und das und dann macht man vielleicht eine Zwischenbilanz und dann geht man mal an die örtliche Zeitung und so weiter. Ganz konkret, Arbeitsanleitung. Wie stricke ich eine gemeindenahe Palliativcare? Und das fanden die Beteiligten eine so gute Idee, dass sie gesagt haben, und jetzt zünden wir noch den Kanton an. Und dann sind wir zur kantonalen Verwaltung gegangen, Sozialdepartement und Gesundheitsdepartement, und haben gefragt, hättet ihr nicht Lust, dass wir einen Wettbewerb machen unter verschiedenen Gemeinden? So ein bisschen Stadtwackerpreis, der Palliativcare-Preis. Und tatsächlich, die Kantonsverwaltung hat gesagt, das ist eine gute Idee, und sie haben das lanciert, diesen Wettbewerb, und es haben sich innerhalb kürzester Zeit 25 Gemeinden engagiert und haben gesagt, wir möchten dazu uns Gedanken machen nach diesen Schritten. Und da kam es dann auch in der Presse mit Prämierung der besten Idee, wo es eine Jury gab, und es entstanden daraus ganz konkret Foren, Palliativ-Care-Foren oder Plattformen, wie man auch will, in den Gemeinden. Eine fand beispielsweise in meiner damaligen Wohngemeinde in Düfe statt. Und wir haben zu zweit mal bei einem Rotweinglas über die Idee nachgedacht. Wir waren bei der ersten Versammlung 5 Leute, unter anderem auch die reformierte Pfarrerin, aber auch schon jemand von der Gemeinde. Wir waren beim zweiten Treffen, wo wir mal getestet haben, ist es ein Thema für die Gemeinde, dass man diese Dinge selber in die Hand nimmt, waren wir schon 25. Und da waren dann auch Leute von der Medizin, also Hausarztmedizin, Spitex dabei, aber auch Betroffene und, sage ich mal, ganz normale Bürger, Bürgerinnen. Und diese Crew hat dann gesagt, und jetzt machen wir daraus ein größeres Thema. Wir haben das auch mit der Gemeinderedaktion von dem Gemeindeblatt, haben wir das miteinander koordiniert. Und wir haben dann den ersten Gemeindetag gemacht und da waren ungefähr 150 Leute, nicht irgendwo, sondern in der Schule. Wir haben in der Schule dann diese erste Veranstaltung gemacht. Ich zeige Ihnen das nur. Das indische Modell ist tatsächlich auch wahrscheinlich bei uns machbar. Und das Gute ist, die Nachricht, das gibt es auch heute noch, diese Plattformen, diese Netzwerke in diesen Gemeinden. Und nicht nur in Teufen, sondern auch an verschiedenen anderen Stellen in der Ostschweiz. Bevor ich zu den Feedbacks komme von den Leuten, was sie gesagt haben, was uns das bringt, noch kurz ein bisschen die Einordnung, was wir da vielleicht auch nutzen können. Zum einen sagt die WHO heute ganz klar, wir können mit dem Gesundheitssystem nicht so weitergehen wie bisher. Wir müssen sehr stark gemeindeorientierte Gesundheitsversorgung machen. Weil wenn wir alles nur in riesige Gebäude mit einem riesen Aufwand bündeln, dann wird es nicht nur teuer, sondern wir machen wahrscheinlich auch sehr viel an den Bedürfnissen und an den Ängsten der Leute vorbei. Das Zweite ist, in der Schweiz ist die Entwicklung ganz klar, dass man weniger nur auf die Akutversorgung und das Krisenmanagement ausgeht, sondern es geht sehr viel Richtung Vorausplanung und Koordination. Sie sehen das in fast jeder Publikation. Da gibt es zum Beispiel von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften ein sehr gutes Dokument, nachhaltiges Gesundheitssystem für die Schweiz, und da nimmt die ganze Vorausplanung einen riesen Stellenwert ein. Oder auch der Plan des Bundesrates, Gesundheit 2020, das wimmelt nur so von Integration und Koordination und miteinander reden und zuhören. Und es ist ein fabelhaftes Papier. Wir müssen es nur noch machen. Ich komme zum Schluss. Drei Fazits aus meiner Warte, aber vor allen Dingen auch genährt von den Ideen und von den Erlebnissen, die Mitarbeitenden und die Mitstreiterinnen in diesen Gemeindeprojekten gesagt haben. Das eine, wenn wir sowas in der Gemeinde machen, dann fördert es ein sehr positives Image vom Lebensende.
dann müssen wir nicht nach Asien fahren und zuschauen, wie dort das Lebensende eher als Höhepunkt des Lebens definiert wird, sondern wir können das bei uns selber machen. Und es bekommt Gebrechlichkeit, Verletzlichkeit und Lebensende bekommt einen sehr hohen Stellenwert. Und wir wissen auch viel besser, welches die Bedürfnisse sind, und die können in Gemeinden unterschiedlich sein. Wir wissen auch, wir haben einen Beitrag zur Normalisierung, und es wurde klar, dass das auch für uns miteinander eine soziale Lernphase ist, dass wir wieder lernen, sowas miteinander in die Hand zu nehmen. Und es ist auch eine große Lernphase für die Profis gewesen, nämlich, dass wir rechtzeitig den Mund halten und nicht immer das Gefühl haben, wir wissen sowieso alles besser. Was es braucht, das Top-Down, also von der Gemeindeleitung, aber auch von der Politik und auch von der Finanzierung, dass es klar ist, das ist etwas Wichtiges, das ist nicht so ein Zufallsprodukt, das bekommt auch eine minimale Mitfinanzierung und Anreize, dass das dann auch weiter bleibt. Das ist enorm billig, diese Art von gemeindebasierte Palliativcare, und es gibt heute aus der ganzen Welt Modellberechnungen von Katalonien über USA bis auch zu Kerala, aber auch schon in der Schweiz, dass solche Netzwerke bis zu 75% der Kosten in den letzten 12 Lebensmonaten spart. Allein, dass wir vorausplanen, Angst miteinander besprechen und uns gut vernetzen. Und das braucht natürlich ziemlich viel Information und auch Bildung, aber das ist vielleicht ein gutes Thema. Am Lebensanfang können wir das auch ganz gut. Und was auch so ein Thema war, ist, dass wir dadurch das Lebensende ein bisschen aus der, ich sag's mal despektierlich, Schmuddelecke herausbekommen. Wir können auch und müssen gerade in dieser Lebensphase die Ästhetik nicht vergessen. Wir können das Ganze etwas aufhellen. Wenn wir das kombinieren mit menschlicher Wärme und dann auch noch bestem Service, ich glaube, dann ist das nicht mehr so der Horror vor uns. Und Irwin Yalom, den Sie vielleicht zum Teil kennen als Psychotherapeuten aus USA, der sehr gute Bücher schreibt, die man auch vor allen Dingen versteht, das ist ja nicht immer so bei Psychotherapeuten, der hat ein Buch geschrieben über diese letzte Lebensphase und hat den Titel gegeben, In die Sonne schauen. Vielleicht ist es ja gar nicht so übertrieben, dass wir mal sagen, warum ist es immer nur schwarz und nebelgrau und fruchtbar. Das zweite Fazit war für das Miteinander, was gewinnen wir auch in unserem, wie gesagt, sozialen Experiment. Es waren ganz starke Voten darunter, wo wir das evaluiert haben, nämlich eigentlich zeugt der Umgang mit dem Lebensende in der Gemeinde vom Reifegrad von uns, wie wir miteinander funktionieren. Also wenn wir uns etwas einbilden aufeinander, dann ist die Nagelprobe das Lebensende. Es reduziert ganz klar Ohnmacht und Angst, weil es erstens ein Thema sein darf und zweitens, dass man auch über diese Ängste spricht und das auch versucht zu reduzieren. Wir brauchen, wie gesagt, die bewusste Zurückhaltung der Fachpersonen und wir brauchen Freiwillige als sogenannte Change Agents, die einfach diese Veränderung, dass das ein gutes Thema ist, mit als Brückenbildner machen, damit man auch sagt, das braucht nicht nur die Fachpersonen. Und was auch Patienten gesagt haben, die ich immer wieder anfrage, die sagen, wahrscheinlich müssen wir das lebenslang trainieren. Diese Beziehungen, diese Türen aufmachen, das kann man nicht von heute auf morgen und schon gar nicht in den letzten 5 Minuten. Das ist vielleicht das, was ich am Anfang von Herrn Borasio zitiert hatte, dass da dieser Wechsel hin zum Altruismus, dass es vielleicht eine gute Idee ist, wenn wir das schon mal früher trainieren. Also die Statements sind klar, es braucht viel mehr als Fachpersonen in der Palliativcare. Wir müssen die Bereitschaft haben, dass wir uns mit diesem Thema Endlichkeit anders auseinandersetzen als nur Patientenverfügung oder Beitritt zu Exit. Palliativcare machen wir de facto alle selber. Und ich denke, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die durchaus positive Nebenwirkungen hat. Wir hatten viele Feedbacks bekommen. Wie gesagt, nochmal das Lernen, die Türen aufzumachen, war eine der wesentlichen Lernstunden. Das ist schwierig, wenn man so auf ich alleine getrimmt ist. Sinnstiftung kommt auch absolut zum Tragen. Kommt gleich noch was. Und die Angstverminderung, was wir eigentlich als Ausgangspunkt hatten, hat sich auch bei den Leuten dann bewährt, die heute davon profitieren, von diesen Netzwerken und von dem Wissen in der Gemeinde. Und das letzte Fazit:
Es ist wahrscheinlich durchaus sinnstiftend, und das haben schon viele Philosophen gesagt, dass es gar nicht so dumm ist, wenn man sich mal von rückwärts das Leben denkt, dass man auch dadurch sehr viel lernt. Und es stimmt nicht nur der Satz von Leonardo da Vinci: als ich dachte, ich würde für das Leben lernen, lernte ich eigentlich für das Sterben. Sondern es stimmt wahrscheinlich auch andersrum ziemlich gut: als ich dachte, ich würde für das Sterben lernen, lernte ich eine ganze Menge für das Leben. Und ich möchte Sie nochmal auf einen Film hinweisen, den Sie vielleicht auch zum Teil schon kennen, mit Bruno Ganz, hervorragend gespielt, was zu diesem Thema passt. Eigentlich ist das erst der Anfang. Das ist eine Verfilmung von Tagebüchern von Tiziano Terzani, der ein sehr erfolgreicher Journalist war vom Spiegel, der viele Jahre seines Lebens im Indochina-Krieg verbracht hat und sehr viel berichtet hat über enorm grausame Dinge auch, der dann auch in Tibet war, auch dort viel erlebt hat. Und der gedacht hat, es ist eigentlich schade, wenn ich am Lebensende mich nicht austausche über diese Erfahrungen. Und der seinen Sohn, der auch Journalist war, angefragt hat, sollen wir nicht darüber Gespräche führen? Und diese Gespräche hat er aufgenommen. Und die sind niedergeschrieben worden. Und Bruno Ganz schreibt das oder spielt das hervorragend. Und die Stimmung ist plötzlich wirklich so, dass man sagt, das ist doch schrecklich, wenn ihr so viele tolle Leben einfach nur beerdigen oder in eine Ecke verbannen am Schluss. Sondern wir müssen da ernten. Und da gibt es enorm viel zu ernten. Und das macht tatsächlich vielleicht Sinn. Und das wünsche ich für uns ein bisschen. Und da können wir dann heftig diskutieren. Vielen Dank.